Palim, Palim, der Kaiser ist zurück. König Barbarossa Grummel von Poperze ist wieder am Start und legt weiter hier seine Gegner übers Knie. Ja, nachdem der Brasilianer ein bisschen aufgemuckt hat, mit seinen Truppen an meiner Grenze stand und ich ihm ein wenig schmerzhaft beibringen musste, was es bedeutet, an der deutschen Grenze zu campieren, ja, habe ich ihm seine Städte hier unten weggenommen, habe alles kaputt gemacht, Kleopatra wurde vernichtet, meine Truppen stehen bereit, um, naja, hier sein Land in Besitz zu nehmen. Er hat scheinbar eh gerade ein paar Probleme mit barbarischen Pikenierkämpfern, soll mich aber nicht stören und soll mich nicht davon abhalten, weiter über Peter rüberzugehen. Kleiner Blick auf den Punktestand lässt uns eigentlich ganz Gutes erahnen. Wissenschaftlich bin ich on top, ja. Zweiter ist der Brasilianer tatsächlich mit 28 erforschten Technologien. Das heißt, ich bin 7 Technologien vor dem Zweitplatzierten. Bei Kultur führe ich auch, ja, nicht ganz so deutlich höchstwahrscheinlich. Im Herrschaftssieg führe auch ich, ja, naja, ist halt so. Nur in der Religion, da sieht es nicht so rosig aus, da bin ich lediglich auf Rang 2. Punkte technisch liege ich so gut wie uneinholbar vorne. Also solange jetzt nicht ein Barbar irgendwie ankommt und mir eine Atombombe auf den Kopf schmeißt, sollte dieses Spiel eigentlich nicht mehr zu verlieren sein. Ja. Sieht zumindest für mich jetzt erstmal so aus. Ja. Ich weiß es nicht. Ich war ehrlich gesagt noch nie wirklich im Late Game von Civ 6. Ja, was bietet er mir denn? Aha. Nee, eigentlich will ich keinen Frieden, Peter. Es tut mir leid, aber es ist traurig, ja, so ein Bartträger vernichten zu müssen, aber es ist halt, guck mal einer an hier, ja, der will it wissen, der Pikenier. Bäm! Das ist einfach so göttlich. Gut, Magdeburg braucht ebenfalls ein Unterhaltungszentrum, also alle Mann brauchen Handelszentrum. Wo ist denn hier die Hanse? Das da? Steinbruch? Wo ist meine Hanse? Das da ist die Hanse. Dann kommt da der Unterhaltungskomplex. Ich versuche halt einfach so viele Bezirke wie möglich neben meine Hanse zu setzen, damit die Hanse von diesen Dingern profitiert. Ja gut, das sind die Barbaren. Der Rest ist halt einfach ein bisschen unglücklich zurzeit. Das ist halt so. Ja? Während mein supermäßiger Elite-Ritter, der immer noch keinen Namen hat. Die Fetzenhorde. Geil, die Fetzenhorde. Finde ich gut. Bin ich mit Soul im Krieg? Nö. Oh, das können wir aber direkt mal. Können wir quasi schon mal im Hinterkopf behalten. Krieg gegen Soul. Check, steht auf der Liste. Juti. Ja. Peng. Hier oben werden weitere Barbaren ausgeräuchert. Barcelona baut noch einen Siedler für hier unten, damit hier nicht so viele Barbaren immer entstehen, die mir auf den Keks gehen können. Und dieser junge Apostel, der verbreitet weiter fleißig Grima in der Welt. Der war ja an einem Naturwunder, hat sich dort aufgepusht und hat jetzt 6 Verbreitungen dadurch erhalten. 4 davon sind noch übrig, das heißt, ich kann hier unten noch ordentlich was wegschaffen. Die Fetzenhorde. Was ein geiler Name, ey. Die Fetzenhorde. Was haben wir hier? Wüstenschlachtrösser. Immer von mir aus. Das ist direkt wieder ein neues Barbarendorf. Ich habe gerade erst eins vernichtet. Gerade erst eins vernichtet. Jerewan braucht ebenfalls einen Unterhaltungskomplex. Meine Güte, ey. Wo ist die Hanse? Ich sehe immer die Hand. Das da ist die Hanse, ne? Ja, das ist die Hanse. 12 Produktion hat die Hanse. Bam. Sehr schön. Das da ist die Hanse, ne? Ja. Glücklich machen. Also die Bürger, die wollen einfach wirklich alles, ja. Die wollen glücklich sein. Die wollen was zu fressen. Egal, was Sache ist, die wollen einfach alles. So, das ist der Zielschärfer. Alles klar, was auch immer der Zielschärfer ist.
Was ein Scheißname. Oh, Grima, Grima. Also meine Städte sind wirklich extrem unglücklich. So viel steht mal fest. So, wo kann ich denn jetzt noch was tun hier eigentlich? Candyland da oben könnte mal hier echt sich die Geländefelder organisieren. Ich habe eigentlich gerade genug Gold und die beiden Kornfelder da, die sind so gut. Die müsste man sich eigentlich echt jetzt mal krallen. Er wehrt sich immerhin noch. Er wehrt sich immerhin noch. Zumindest so ein bisschen. Bombarde. Du wirst auch umbenannt in Hades Heckenschützen. Boom! Die komplette Stadtmauer. Weg! Boom! Es ist einfach abnormal. Also diese Bombarden, die scheinen mir echt ein bisschen OP zu sein gerade. So, 3 Verbreitungen habe ich noch mit dem Apostel. Ich werde davon nur 2 nutzen, damit ich danach die Inquisition einleiten kann. Dann kann ich nämlich mal mich dran machen. Nein, es gibt keinen Frieden, Peter. Keinen Frieden für dich. Da könnte ich schon wieder, fällt mir schon wieder ein weiteres Herr der Ringe Zitat an. Nee, ein Sith Zitat. Und dann werden wir ihn haben, unseren Frieden. Schön, 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 schön. Gut, Toronto braucht eine Werkstatt. Du kannst erstmal deinen Kornspeicher reparieren, das ist okay. Und ich glaube, da befindet sich dann tatsächlich schon die letzte Stadt des Brasilianers, ehrlich gesagt. Da oben ist, glaube ich, dann Ende Gelände. Und ich glaube, ich habe gerade die Pyramiden eingenommen. Ah, nee. Die Pyramiden stehen beim Chinesen drin. Okay. Dann weiß ich ja, wo die Reise hingeht. So. Huah! Arena, Ja, Candyland hat halt keine Luxusgüter, ne? Das ist halt echt ein Problem. Meine ganzen Städte sind alle unhappy. Alle unhappy. Ich muss da irgendwie echt dringend was machen. Aber ich habe keine Lust, mit dem Computer zu handeln. Das ist halt... Das fühlt sich so unterwürfig an und das will ich nicht. Ah, Rio de Janeiro. Lasst uns ein bisschen Samba tanzen, meine kleinen Jungs. Oh, Grima, Grima. Jerewan ist echt meine beste Stadt, ne? Geht's so. Oh! Krass, der hat meinen Armbrustschützen erschossen. Okay. Okay, mein Freund. Der wollte wirklich Samba tanzen. Der nimmt keine Gefangenen mehr. Dann, glaube ich, wird es Zeit, schwere Bombarden aufzufahren. Kleiner Halunke. So.
Nein, dafür hätte ich noch zwei Ladungen. Nein, ich Idiot. Oh. Tja. Habe ich nicht gewusst, dass der Apostel zwei Aufladungen braucht. Na, jetzt brauche ich erstmal wieder eine ganze Menge Punkte, um den nächsten Apostel ranzuholen. Tja, das habe ich wohl ein bisschen verkackt. Naja, kommt vor. Ist ja jetzt nicht so dramatisch. Jo, mach den platt da, diesen blöden Barbarenspeer, der hier permanent rumrennt. Was willst du? Geh weg. Ja, ich weiß, es ist sehr schade. Und schön Klunker hast du da um die Brust hängen. Ah, ich glaube, ich habe Krieg gegen Seoul. Aha. Okay. Oh, große Persönlichkeit. Was habe ich denn bekommen? Ein großer Händler gewährt 600 Gold und zwei Gesandte. Nehme ich doch glatt. Das ist ein Barbaren-Ding. Da ist ein Barbaren-Ding. Mann, ey. Hei. Immer wieder diese Barbaren. Wisst ihr, das ist mittendrin in meinem Heimatreich. Ich empfinde das als Unverschämtheit. Ah, hier ist der große Händler. Whams! Zwei Gesandte. Schicken wir mal gleich zwei nach Seoul. Vielleicht habe ich dann wieder Frieden mit denen. Nö. Gold ist irgendwie nicht so Fülle, wa? Für einen großen Händler. Also ich meine, ich habe ihn jetzt auch sehr spät bekommen, 450 nach Christus, das ist echt ziemlich spät. Aber dennoch empfinde ich das als ganz schön wenig Gold dafür, dass es ein großer Händler ist, ja. Gut, Novgorod, fertig. Ich glaube, wir brauchen noch einen Handwerker. Irgendjemand versucht mich hier permanent zu erreichen. Ich muss mal ganz kurz meinen Ton ausmachen hier von meinem Dingsabumser. So. Produktion Bremen. Ein Monument. Wir brauchen hier mehr. Definitiv mehr Dings. Mehr Landfläche. Zack. Der kann sich das schon mal heilen. Ah, da will ich nicht hin, ansonsten wird der mir gleich weggecasht, der gute Mann. Hallo Rio de Janeiro! Eine wunderschöne Stadt hat er da gebaut. Eine wunderschöne Stadt. Die sieht so lecker aus. Njam. Dieser dämliche Speer. Ich krieg ihn einfach nicht. Der rennt hier einfach immer wild rum. Und ich krieg ihn einfach nicht kaputt. Der nervt mich. Der macht mich aggressiv. Ja, tut mir leid, lieber Peter, aber das ist einfach nicht genug. Das ist einfach nicht genug, mein Freund. Uff! Wie schön die Strategie. Na, guck mal einer an. Guck mal einer an. Da ist der Barbar, da hat er sich schon. Ballistik. Astronomie. Valencia braucht eine Werkstatt. Barcelona. Oder Barcelona. Ey, Barcelona. Braucht eine Halle.
Und hier kann ich jetzt meinen Siedler hinschicken. Und zwar nach... Hier? Nee, nach hier? Nee. Unten an die Küste ran. Dahin. Da kann ich dann eine Stadt gründen. Und dann habe ich nicht mehr so die Probleme da unten hoffentlich mit den Barbaren. Oh, haben sie echt überlebt. Haben sie echt überlebt. Guck mal einer, schau. Nicht mehr viel, aber er hat es noch geschafft. Dieser miese kleine Speer. Mhm. 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 Ist nicht. Jetzt geh mir doch nicht auf die Nüsse, Mann. Echt ein bisschen Angst, dass der Typ hier gleich mein Dings casht. Ah, ich habe genug, um einen Apostel zu erwerben. Das ist gut. Na bitte. Cordoba, Marktplatz, Unterhaltungskomplex. Hm. Keine Lust, jetzt so viel Gold auszugeben für... Zack, meins! Salut! Que Deus me conceda esses últimos desejos. Paz e prosperidade para o Brasil. Ja, das wird's geben. Friede und Wohlstand. Ihr seid ja jetzt quasi deutsch. Jetzt habt ihr euren Frieden und Wohlstand. So viel sei euch versichert. Ja. Hallo. Was soll ich sagen? Was war's, Peter? Peter der Zweite wurde ausradiert. Ist natürlich ein guter Zeitpunkt, um mal wieder abzuspeichern, denn ich habe Frieden wiederhergestellt auf meinem Kontinent. Ja. Seoul ist mir wieder wohlgesinnt. Ich glaube, der Einzige, der jetzt noch bei mir mit auf meiner Insel ist, das ist der Chinese hier mit seiner komischen großen Mauer. Und ich kann mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen, dass der sich meinem gigantischen Heiligen Römischen Reich deutscher Nation irgendwie entgegenstellen kann. Mein Reich blüht, mein Reich wächst und gedeiht. Ein bisschen unglücklich sind sie alle. Ja, das gebe ich gerne zu. Die Bürger sind nicht besonders glücklich, warum auch immer. Ja, ich persönlich fühle mich als sehr, sehr guter und wunderbarer Herrscher. Aber wer nicht hören will, muss leiden. Und deshalb gibt es jetzt überall Unterhaltungskomplexe, um meine Bevölkerung wieder glücklich zu stellen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video erstmal kurzfristig wieder glücklich stellen. Auch wenn ich natürlich weiß, dass ihr nach mehr lechzen werdet, gibt es jetzt erstmal eine kurze Pause. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit dem Kaiser auf Kaiser. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski. Der arme Peter. Auf Fresse.